Moin Moin und Weidmanns Hai. Moin Moin trifft's gerade in diesem Moment auch wie der Hammer den Nagel auf den Kopf. Wir haben 5.11 Uhr. Ja, und ich wollte heute Morgen eigentlich ein Schwein schießen. Bin heute Morgen mit der felsenfesten Überzeugung raus, dass die Chancen, heute Morgen Kontakt mit Schwarzwild zu bekommen, an dieser Stelle hier perfekt sind. Nahezu zu 100% gehen. Warum das Ganze? Ich blende euch mal im Hintergrund jetzt, oder vielmehr im Vordergrund, die örtlichen Gegebenheiten ein. Wir haben hier das Schweine-Eldorado. Wir haben zu unserer Rechten Raps. Unter dem Raps haben wir Mais. Und auf der linken Wegseite haben wir Weizen. Ganz, 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 ganz viel Weizen. Ja, gestern Abend hatte ich Spätschicht. Um 8:30 Uhr kam per WhatsApp ein Bild von Timo, wie so zwei Teller aus dem Weizen gucken. Timo saß am neuen Sitz, der ist an der anderen Ende, am anderen Ende von diesem Weizenstück, der neue Sitz, den wir im letzten Video gestellt haben. Und entstand die Corona um 8:30 Uhr gestern Abend, völlig schmerzbefreit, am helligsten Tageslicht hier schon im Weizen und hat sich den milchigen Weizen schmecken lassen. Hat dann lange geguckt, um zu sortieren, und irgendwann kam dann die Meldung, sau beschossen, kurze Flucht, liegt. Heißt hat, komm, ich bin gerade hier auf dem Heimweg von der Arbeit, hab die Klamotten im Auto liegen, ich fahr dir gerade helfen. Aber wenn es nur ein Überläufer ist, zu zweit lässt sich sowas halt einfach schneller bergen und einfacher bergen, ohne Quälerei. Dann bin ich hier hingefahren, haben wir den Überläufer geborgen, wir stehen am Stück, haben uns ganz normal unterhalten und Weidmanns Heil, da vorne liegt sie, sauber. Und dann schmatzt es auf einmal, 20 Meter über uns, hier im oberen Drittel von diesem Weizenfeld. Ja, da standen die immer noch da und haben weitergefressen. Dann sind wir ganz mucksmäuschenstill, mit der Wutz die Fahrspur lang, sind unten raus, oben rausgefahren, also nicht hier oben wieder am Feld vorbei. Ja, sind wir zur Jagdhütte gefahren, haben die Sau ins Kühlhaus gehängt, bis ich daheim war, war es 11:45 Uhr oder so. Ja, habe ich gedacht, wenn du morgen früh raus willst, wenn du jetzt pennen gehst, ist rum. Game over, verloren. Also habe ich durchgemacht. Habe ich dann aber ein bisschen festgesessen am Computer, habe auf einmal auf die Uhr geguckt und habe gesagt, 3:55 Uhr, oh, jetzt wird's Zeit. Ja, ab ins Revier gedüst und komme hier den Weg runter Richtung Sitz. Und der ganze Weg hat nach Maggi gestunken, als wäre da gerade einer vorher mit so einem Pumpsprüher mit Maggi vor mir hergelaufen. Also die müssen 5 Minuten vor mir, müssen die aus dem Weizen in Raps sein. Ja, schöne Scheiße. Ich habe es ja auch gehört, sie sind Höhe vom Sitz mit Raps, da liegen sie. Also heute Abend, Hotspot hoch 10, sollte heute Abend auf jeden Fall jemand hin. Ihr habt dann noch gewartet, ob vielleicht noch Nachzüger kommt oder so, passiert nichts. Und fing dann an, mir so meine Gedanken zu machen, ob ich nochmal zum anderen großen Weizenfeld fahre, wo Schaden drin ist. Da kann man nämlich schön von der Gegenhangseite reingucken, ob da vielleicht noch was drin steht. Und in dem Moment niest es. Es niest direkt vor meinem Sitz. So 25, ja, 30 Meter vorm Sitz. Wie viel sind das? 25 Meter vom Weg entfernt. Und mit diesem Niesen kommt ein Haupt von einem Stück Rehwildtuch, sichert und geht schnurstracks Richtung, Richtung Raps. Ich habe gerade noch die Kamera angemacht, durch die Kamera angesprochen. Bock knapp über Lauscher, nur angedeutete Vereckung, hochgeperlt. Passt auf jeden Fall. Also man kennt ja seine Rehlines so ein bisschen. Hier in der Ecke ist weitaus stärkere Böcke unterwegs. Und ihr hört es im Hintergrund wahrscheinlich. Da ist direkt dick befahrene Straße nebendran. Also bei dem konnte man eigentlich nichts falsch machen. Ja, RWS Hit hat mal wieder super Wirkung gezeigt. Ja, zeige ich euch gerade. Um, so wie es sein muss. Ja, der Plan jetzt, Bock bergen, dann zur Jagdhütte und wir machen noch was Neues. Ich habe nämlich immer gedacht, diese ganze Aufbrechsache und wir brechen jetzt den Bock auf und hängen jetzt ins Kühlhaus, wäre uninteressant für euch. Es kam aber unter den letzten Videos und auch per privaten Nachrichten echt die ganze Zeit Anfragen, ob ich das auch mal zeigen könnte. Natürlich kann ich das. Also,
ich packe jetzt mal einen ganzen Krempel zusammen und gehen wir zum Bock, gucken uns mal genauer an, fahren wir zur Jagdhütte, brechen wir auf. Auf los geht's los. Er ist sogar noch ein bisschen grau. Bast. Schön geperlt ist er. Jetzt dicht, direkt wieder über das riesengroße Loch schreien. Aber das ist vollkommen kalkuliert gewesen. Ich mache am Raps einfach keine Kompromisse mehr. Egal ob Sau oder Reh. Sauen am Raps packe ich alle nur noch Hochblatt und Rehwild immer auf die Blätter. Weil jeder, der schon mal im Raps was nachgesucht hat, weiß, was das für eine Plackerei ist. Muss nicht sein. Dann schneide ich vorne lieber ein halbes Kilo aus den Blättern weg. Das wird eh Gulasch oder Wurst. Und habe dafür dann keinen Stress mehr hier in der grün-braunen Hölle. Ja, mir ist nur gerade was eingefallen noch. Es gibt da noch ein kleines Problem. Timo war ja gestern Abend auch eigentlich auf Rehwild draußen und hatte nur so eine Muckelwanne dabei, wo ein Reh reinpasst. Und ich habe im Auto auch immer so eine kleine Muckelwanne, wo ein Reh reinpasst. Und wir sind ja nicht blöd. Wir haben dann also gestern aus zwei kleinen Muckelwannen eine große Muckelwanne gemacht, wo eine Wurz drauf passt. Ergo habe ich jetzt keine Wildwanne dabei. Das heißt, Böckchen schnell zum Weg ziehen. Gerade Minute, nee, zwei brauche ich schon. Zur Jagdhütte düsen, Wildwanne holen, Bockbergen und dann ab dafür. So, wir sind am Kühlhaus an der Jagdhütte angekommen. Ich habe mir das jetzt gerade durch den Kopf gehen lassen. Ohne Kameramann aufbrechen filmen ist verdammt Käse. Weil die Kamera ja statisch sein muss. Ich habe ja keinen, der sie hält und trägt. Ich klatsche jetzt die Kamera hier hin. Machen wir einmal Bock aufbrechen in Zeitlupe. Zeitlupe. Blödsinn. Timelapse. Damit ihr mir nicht einschlaft hier. Danach gucken wir uns mal an, weil die Frage kam jetzt in der letzten Zeit auch immer öfter, wie Rehe mit RWS-Hit bleifrei aussehen. Gucken wir uns dann auch ein Detail an. Und dann machen wir das nächste Mal, wenn ich einen Kameramann dabei habe und wieder Weidmannsheil habe, machen wir ein detailliertes Aufbrechvideo. Indianer Ehrenwort an alle, die danach gefragt haben. Nur, ihr müsst es akzeptieren, das ist heute einfach technisch. Das wird nicht so werden, wie man sowas machen müsste. Sagen wir es so. Also, Timelapse ab. Ja, heute ist nicht mein Tag. Heute läuft nichts. Ihr habt es gesehen, hier sollte jetzt ihre Timelapse starten. Ich habe ein super Konstrukt gebaut. Hier, am Zerwirktisch, die Kamera befestigt. Mit Winkel, quasi von oben. Ja, zum Aufbrechen. Hab nur vergessen, die Kamera anzumachen. Scheiße. Also wie gesagt, an alle Leute, die sich's gewünscht hatten, es tut mir leid, der Wille war da. Aber ich habe es einfach zu spät gemerkt. Ich konnte ja jetzt nicht alles wieder reinstopfen und zunähen. Wir machen das beim nächsten Mal, versprochen. Jetzt aber noch der wichtige Teil, wie sieht so ein Reh von innen aus mit RWS Hit. Und denkt wieder dran, ganz kurze Distanz geschossen. Ne? So, unser Einschuss ist marginal. Der Ausschuss sieht da jetzt auf den ersten Blick schon ein bisschen wilder aus. Da kann mir jetzt aber auch keiner erzählen, dass das mit irgendwas anderem voll auf die Blätter bedeutend besser aussehen würde. Ich kann absolut damit leben. Was mir viel wichtiger ist, was du ja gerade bei kurzen Distanzen immer sehr oft hast, ist, dass du Blutergüsse hast, ohne Ende. Und ihr seht es hier. Wir haben ein Loch, aber Bluterguss, die Rippen lang bis hoch in den Rücken bei so einem Schuss, ist nicht. Einschussseite sieht genauso aus. Ich sage das ja immer, RWS Hit ist toll, bin ich bestens mit zufrieden, auch wenn es bleifrei ist. Und
Manche denken immer noch, ich will euch da einen Bären aufbinden oder was vom Pferd erzählen. Deshalb mache ich sowas. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dass man dann noch in einem erlegten Stück Rehwild mit der Kamera rumstochert. Aber Bilder sprechen Bände. Wie gesagt, auf die kurze Distanz, da macht ein Loch. Das durchschlägt die Rippe auf der Einschussseite, Rippe, Ausschussseite, Schulterblatt. Ja, irgendwo muss die Energie hin, ne? Und was schneiden wir da jetzt weg? 300 Gramm, 400 Gramm Gulasch? Noch nicht mal. Was mir halt bei sowas immer ganz wichtig ist, da habe ich gerade in der 308, weil die relativ giftig und rasant ist, je nach Geschoss, halt auch noch immer dazu zu sagen, auch schon Sachen erlebt, mit so Schüssen hattest du dann bis die ganzen Rippen hoch, bis in den Rücken einen Bluterguss. Sowas ist kacke. Aber ihr habt es ja gerade selbst gesehen, bei euch kein Problem. So, ihr seht es vielleicht, mir läuft die Brühe schon wieder. Wir haben 21 Grad. Ich gucke, dass der Bock jetzt in die Kühlung kommt. Mach dann gerade im Kühlhaus noch die beiden Böcke der letzten vier Tage. Gerade noch fertig. Dann kann der Metzger die nachher mit dem Kühlcaddy abholen. Und dann geht's ins Bett, weil langsam werde ich echt müde. Ja, tut mir leid für die Fails des heutigen Tages. Es war anders geplant, aber ich glaube Besserung. Höchstes Versprechen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Horrido und Waldmannsheim.